Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie die Festplatten Ihrer Computers mit dem integrierten Dienstprogramm von Windows 11 von unnötigen Dateien befreien. Die Leistung des Betriebssystems lässt oft nach, wenn der Speicherplatz knapp wird. Einige Programme brauchen länger, um zu starten, und einige starten möglicherweise überhaupt nicht, wenn der Speicherplatz knapp wird. In der Regel ist das System jetzt auf einer kleinen CD installiert und hat während der Nutzung oft keinen Speicherplatz mehr. Es gibt viele Programme von Drittanbietern, um JAN-Dateien zu bereinigen, aber Sie können auch die integrierten Dienstprogramme verwenden, die für diese Aufgabe genauso gut geeignet sind. Wie bei früheren Versionen verfügt Windows 11 über integrierte Tools zur Datenträgerbereinigung, und ich zeige Ihnen im folgenden Video, wie Sie diese nutzen können. Die erste Methode zum Löschen eines Datenträgers in Windows 11 ist in den Einstellungen verfügbar. Um dieses Tool zu öffnen, öffnen Sie Start, Einstellungen, Speicher. Auf der rechten Seite des Fensters sehen Sie Informationen über den belegten und freien Speicherplatz auf der Festplatte. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Kategorien mit der Menge des belegten Speicherplatzes. Wenn Sie eine der Kategorien erweitern, zum Beispiel temporäre Dateien, erhalten Sie Informationen darüber, was in dieser Kategorie enthalten ist und wie viel Platz sie ernimmt. In dieser Kategorie ist es möglich, sie zu löschen. Um die gesamte Liste der Kategorien anzuzeigen, klicken Sie hier Weitere Kategorien anzeigen. Unter dem Speicherverwaltung können Sie das Laufwerk bereinigen. Mit der Speicherkontrolle können Sie die automatische Freigabe des Speicherplatzes einrichten, temporäre Dateien löschen und so weiter. Wenn Sie diesen Bereich öffnen, können Sie einen Zeitplan für das Löschen von Dateien aus bestimmten Ordnern einrichten. Und ganz unten befinden sich die Memory Control Starttaste zum Starten der Reinigung. Im vorherigen Fenster sehen Sie auch die Reinigungshinweise. Hier können Sie Informationen über Downloads, Papierkorb und temporäre Dateien, große oder nicht verwendete Dateien und Downloads einsehen. Markieren Sie die Dateien, die Sie aus der Liste löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen. Die Funktionen in den Speichereinstellungen von Windows 11 sind recht einfach, aber vor allem für unerfahrene Benutzer nützlich. Ein ziemlich großer Vorteil der Anwendung im Vergleich zu einem Drittanbieter-Reinigungsprogramm ist, dass Sie Ihr System nicht durcheinander bringen. Das Löschen aller vorgeschlagenen Dateien ist sicher. Die einzige Ausnahme ist der Ordner Downloads, wenn er etwas Wichtiges enthält. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an, und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Zusätzlich zu den Speicherbereinigungsoptionen verfügt Windows 11 für die vorgängigen Versionen über ein integriertes Festplattenbereinigungsprogramm. Mit diesem Dienstprogramm können Sie weit mehr unnötige Dateien bereinigen als im Abschnittspeicher der Systemeinstellungen. Öffnen Sie das Startmenü und suchen Sie nach Disk Cleaner. Wählen Sie in den daraufhin angezeigten Fenster den Datenträger aus, den Sie bereinigen möchten, und klicken Sie auf OK. Im nächsten Fenster wird eine Liste der Dateien angezeigt, die Sie löschen können. In der Regel belegen diese Dateien nicht viel Speicherplatz. Wenn Sie jedoch unten auf Systemdateien löschen klicken, wird das Fenster zur Auswahl des Laufwerks erneut angezeigt, und sobald Sie es ausgewählt haben, beginnt der Scan erneut, woraufhin sich die Liste der Dateien und die Menge oder zu löschenden Daten erhöht. Markieren Sie die zu saubernden Dateien und drücken Sie OK. Warten Sie, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
auf der Registerkarte erweitert, können Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie unnötige Programme löschen oder Wiederherstellungspunkte löschen, mit Ausnahme des letzten, indem Sie einfach aus Löschen gegenüber der gewünschten Kategorie klicken. Die Festplattenbereinigungsfunktion ist ähnlich wie die Option Speicherkontrolle, auch dieses Tool ist sicher in der Anwendung. Dateien, die das System stören könnten, werden nicht gelöscht. Sie können das Tool auch im erweiterten Modus ausführen, der es Ihnen ermöglicht, tiefer zu reinigen und mehr Dateien zu entfernen. Um das Dienstprogramm im erweiterten Modus auszuführen, öffnen Sie ein Ausführungsfenster und geben Sie den folgenden Befehl ein. Wenn aus dieser Weise nicht gestartet werden kann, führen Sie es als Administrator über die Befehlszeile aus. Wie Sie sehen können, gibt es hier eine erweiterte Liste von sauberen Dateien. Der Nachteil dieses Modus ist, dass er nicht die Größe der Dateien in den einzelnen Elementen anzeigt. Es gibt auch keine Gerätstreiberpakete oder Aktualisierungs-Optimierungsdateien, die bei einem normalen Lauf vorhanden sind. Wenn der Festplattenspeicher kritisch ist, können Sie manuell einige weitere Gigabyte auf dem File-Repository-Ordner löschen, in dem die Gerättreiber gespeichert sind. Standardbereinigungsmethoden entfernen alte und unbenutzte Treiber, die in diesem Ordner gespeichert sind, nicht. Wenn der Ordner mehr als 2 GB groß ist, sollte einige der Treiber entfernt werden. Sie finden diesen Ordner unter diesem Pfad. Bei Ordner File-Repository enthält Kopieren von ein baufertigen Gerätstreiberpaket. Wenn Hardware-Treiber vom System oder manuell aktualisiert werden, verbleiben ältere Versionen der Treiber in angegebenen Ordner, was zu einem Rollback des Treibers und gleichzeitig zu einer Vergrößerung des Speicherplatzes führen kann. Theoretisch ist es möglich, den gesamten Inhalt des File-Repositories in Windows zu löschen, aber das ist nicht ganz sicher und kann Probleme verursachen. Um Treiber sicher zu bereinigen, müssen Sie wissen, was zu löschen ist. Erstellen Sie zunächst eine Liste der Treiber im Verzeichnis. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus. Und geben Sie den folgenden Befehl ein. Mit diesem Befehl wird eine Datei auf dem Laufwerk C mit einer Liste der Treiberpakete erstellt. Sobald Sie die Liste durchgesehen haben, können Sie unerwünschte Treiber mit diesem Befehl entfernen. Wobei MN die Dateinummer des Treibers ist, wie sie in der Datei Drivers.txt angegeben ist. Wenn Sie den verwendeten Treiber deinstallieren, wird eine Fehlmeldung zum Löschen der Datei angezeigt. Als erstes müssen Sie die alten Grafikkartentreiber und andere Peripherietreiber deinstallieren. Die aktuelle Treiberversion kann im Fenster Gerätemanager eingeschafften Treiber angesehen werden. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.